Hallo Leute und willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich euch nochmal etwas zu Komoot und Bosch zeigen. Fangen wir mit Komoot an. Ich habe bei Komoot einen neuen Account eingerichtet. In diesem Account ist noch nichts hinterlegt. Ich habe hier auch kein Premium. Ich habe hier auch keine Karten gekauft oder ähnliches. Dieser Account ist quasi leer. Ich habe hier nur einmal eine Strecke geplant und nur so zum Testen. Die ist jetzt hier unter geplante Strecken oder Touren gespeichert. Ich kann die auch hier, da ist ein Schloss dran, ich kann die ja mal noch freigeben für alle, sichtbar alle. Jetzt ist hier so ein Globus, die ist jetzt also global einsehbar. Der Hintergrund ist, dass wir den Komoot-Account ja mit Bosch verknüpfen können. Und zwar hier in der E-Bike Connect App. Da kann ich dann unter Einstellungen, kann ich hier Komoot verknüpfen. Wenn ich das gemacht habe, dann sollte ich normalerweise, wenn ich eine geplante Tour fahren möchte, hier oben auf Ziel suchen und dann auf gespeicherte Routen gehen können. Jetzt sehe ich aber nur die Routen, die ich bereits mit dem Bosch zurückgelegt habe oder die im Bosch-Account gespeichert sind, aber keine Komoot-Routen. Sonst würde hier vorne das Komoot-Logo sein. Das heißt also, ihr müsst bei Komoot erst eine Region kaufen oder eine Karte kaufen, damit ihr Routen quasi in das Bosch E-Bike-Portal synchronisiert bekommt. Wenn ich jetzt mit dem Fahrrad fahre, werden Routen oder die gefahrenen Strecken werden vom E-Bike-Portal von Bosch zu Komoot synchronisiert, aber geplante Strecken nicht umgekehrt zu Bosch. Und was noch ein weiterer Nachteil ist, ein weiterer Nachteil ist, wenn ich jetzt hier auf Profil gehe, geplant, und ich denke mir jetzt zum Beispiel, okay, dann lade ich mir diese Tour halt als GPX runter, um sie dann bei Bosch zu importieren. Das funktioniert auch nicht. Ich muss bei Komoot wirklich erst die Region oder die ganze Karte kaufen, damit ich das nutzen kann. So, mal abgesehen jetzt hier von den Vorteilen, die man da hat. Also ich habe in meinem anderen Account das Weltpaket. Die sind immer wieder im Angebot, diese Sachen. Und ich finde jetzt auch 30€ nicht so viel. Aber ich habe das dann irgendwann im Angebot mal gekauft für, ich glaube, um die 20€. Ich weiß nicht mehr genau. Ich habe das Weltpaket aber schon so lange, schon viele Jahre. Ich denke, ich war mit der Erste, der das da gekauft hat, weil früher war das Internet hier sowas von schlecht. Man war quasi auf Offline-Karten angewiesen und deshalb habe ich halt bei Komoot das Weltpaket schon ziemlich früh gekauft. Und ja, ich dachte mir, warum Weltpaket? Ich dachte mir, warum einzelne Regionen kaufen, wenn du die ganze Welt für 30€ haben kannst? Ihr seht ja hier, Bergisch Siegen kostet 8,99€. Für 30€ bekomme ich die ganze Welt, also ne, da würde ich Deutschland in einzelnen Paketen nicht für bekommen. Nun gut, also ohne diese Geschichte kann ich also nichts machen. Wenn ich jetzt allerdings hier mich bei Komoot mal melde mich mit meinem anderen E-Mail-Account an, dann habe ich hier in meinem Profil zig geplante Strecken und ich könnte jetzt auch zum Beispiel diese hier per GPX exportieren. Jetzt kommt keine Meldung, sondern er hat die Datei runtergeladen und fragt, mit welcher App ich die öffnen möchte. Also das funktioniert, allein weil ich jetzt halt diese Karten habe. Dann gehen wir mal in das E-Bike-Portal und verknüpfen
Bosch wieder mit dem anderen Account. Und jetzt müsste ich hier bei gespeicherte Routen meine ganzen Komoot-Sachen haben. Ich denke mal, das dauert vielleicht ein bisschen, bis er die hier reinholt. Können die Bosch-App ja mal neu starten. Normalerweise sollten die jetzt alle hier drin sein. Also weg waren sie auf jeden Fall sofort, nachdem ich das probiert habe. So. Trennen wir das nochmal. Normalerweise müssten die sofort da sein. Weiter mit diesem Konto. Zugriff erlauben. Okay, er macht es nicht. Also ihr könnt im Regelfall auch über das Bosch direkt auf diese Routen zugreifen, indem ihr hier auf die Karte geht, dann auf die Lupe. Dann, nee, nicht Map Settings, auf die Lupe, also auf Routen. Und dann müssten die Komoot-Touren normal auch da sein. Die sind also quasi, was auf dem Handy zu sehen ist, ist auch immer auf dem Nyon zu sehen. Und ihr müsstet normalerweise ohne weiteres alle Touren abrufen können. Unter anderem auch normalerweise die Komoot-Touren, die jetzt leider im Moment nicht da sind. Ich habe überhaupt keine Route ausgewählt. Ah, jetzt hat er hier diese Routen, die wir hier im Bild gesehen haben. Die sind jetzt alle da. Und normalerweise halt auch die Komoot-Routen. Aber wie gesagt, es ist auf dem Nyon nur das abrufbar, was auch hier in der E-Bike-App ist. Die sind ja immer synchronisiert. Das Nyon hat zwar einen eigenen Internetzugang, aber ich habe den deaktiviert, also das Internet, das WLAN, weil das nicht so richtig funktioniert. Er sagte immer, er hätte keine Internetverbindung, wenn ich WLAN verbinde. Er sagt dann zwar, er hat auch nur 2G-Verbindungen, also er kommt mit 5G gar nicht klar. Es ist jetzt verbunden mit meinem 2G-Netzwerk. Aber wenn ich dann synchronisiere darüber, dann der Sync schlägt grundsätzlich fehl. Also das funktioniert schon ewig nicht mehr. Ich weiß nicht, wie lange, funktioniert schon ewig nicht mehr. Ja, wenn ich einmal verbunden bin mit dem Nyon, das ist natürlich ganz praktisch, dann kann ich auch hier unten direkt Route auf Nyon starten machen. Das kommt halt manchmal vor, dass er sagt, Route konnte nicht berechnet werden, dann macht man das einfach nochmal. Oder hat er jetzt kein... Doch, GPS hat er doch, oder nicht? Kann sein, dass er jetzt nicht richtig GPS hat. Normalerweise schlägt er die Route dann oder zeigt die dann an, so wie hier. Und dann kann man noch aussuchen, ob man
starten möchte von da, wo man jetzt ist, oder ob man erst zum Ziel, zum Startpunkt fahren möchte, so rum. Ja, schade, dass ich es jetzt nicht mehr zeigen kann. Jetzt habe ich hier selber die Komoot-Routen rausgemacht. Jetzt sieht man es hier. Jetzt hat er anscheinend GPS, hat das berechnet. Also ich kann jetzt hier sagen, ich möchte erst zum Startpunkt fahren oder ich möchte direkt von dort starten, wo ich bin. Das ist dann halt mir überlassen und dann brauche ich nur hier auf den Pfeil klicken und dann geht's schon los. So. Ich kann höchstens mal versuchen, die Bosch-App neu einzurichten. Mal gucken, ob das was bringt. Die Verbindung zwischen Bosch und Komoot, die ist gespeichert im Portal. Das heißt, die brauche ich bei der Neueinrichtung der App eigentlich nicht wieder herstellen. Ach so, Standort müssen wir natürlich erlauben. Und jetzt sind die Routen auch wieder da. Alles, was hier ist, ist ja auch auf dem Nyon, habe ich ja gesagt. Das heißt jetzt, wenn ich jetzt, jetzt muss er natürlich wieder synchronisieren. Er synchronisiert gerade. Der Vorteil, wenn man die Sachen halt direkt übers Nyon abrufen kann, ist halt, wenn ich jetzt unterwegs bin, ich muss mein Handy nicht aus der Tasche holen. Ich kann einfach so mal eben hier auf dem Nyon was auswählen. Ja, das dauert halt alles ein bisschen. Also normalerweise müsste jetzt 01 Victor oben sein. Können das höchstens auch mal ausmachen und neu starten. Also ihr seht, es ist jetzt nicht so einfach. Also ich sag mal, vom Prinzip her ist es einfach, aber es funktioniert halt nicht immer so, wie es sein soll. Man muss da schon ein bisschen tricksen. Habt ihr ja gesehen, die Bosch-App zurücksetzen, dann war das wieder da. Da sind so Kleinigkeiten, man muss da ein bisschen rumprobieren, dass alles so reibungslos funktionieren würde, wie das gedacht ist, dann wäre es ja auch langweilig wahrscheinlich. Warten wir mal, bis das wieder hochgefahren ist. So, jetzt gucken wir noch mal. Ich kann ja hier währenddessen schon mal wieder die Offline-Karte von Deutschland runterladen. So, jetzt sieht es ganz gut aus. Ja, jetzt hat er die immer noch nicht hier drin. Ärgerlich.
Mal gucken, ob das funktioniert, wenn ich eine Route ans Neuron sende. Vielleicht merkt das Neuron ja dann, dass da noch andere sind. Ihr seht, er hat jetzt eine ganz andere. Ach so, das ist jetzt von Elspe zum Startpunkt, genau. Das ist ja zum Startpunkt der Route. Die startet ja nicht hier bei uns. Ich könnte die Route jetzt hier bei mir starten. Dann ist B der Punkt, wo die Route dann startet. Aber er müsste die ja jetzt normalerweise. Schade, dass das nicht so reibungslos läuft, wie ich das gerne hätte. Das ist echt schade. Aber ihr könnt ja zumindestens, wenn ihr unterwegs seid, das Handy habt ihr ja wahrscheinlich immer dabei, vom Handy die Route dahin senden ans Neuron. Normalerweise sind die Komoot-Routen auch mit diesem Logo von Komoot hier auf dem Neuron alle verfügbar. Also was wir definitiv wissen ist, mit einem Standard-Komoot-Account kommt ihr halt nicht weit. Ihr braucht eine Karte von der Region, in der ihr euch da gerade befindet, oder eben halt eine Karte, also die Weltkarte für 30 Euro. Hier dieses Premium zum Beispiel, das habe ich nicht. Ich habe nur dieses Weltpaket. Und da kann man sich dann Regionen für Offline-Nutzung herunterladen. Ich habe jetzt hier mal alles, was so an meinen Wohnort angrenzt, habe ich mal runtergeladen. Und dann kann man GPX-Dateien von Komoot runterladen. Man kann ja, Offline-Karten nutzen, wollte ich sagen. Und ja, dass das hier jetzt mit dem Bosch nicht so richtig funktioniert, das ist blöd. Ich hätte es gerne mal besser gezeigt. Aber naja, schade. Normal müssten die Komoot-Routen jetzt auch hier mit rüber synchronisiert worden sein. Ins E-Bike-Portal haben wir sie ja schon wieder reingekriegt. Durch das Resetten der App sozusagen. Aber das ist ja auch schon mal was. Kann die jetzt hier alle rüberschicken. Das ist ja besser wie nix. Okay, also ihr seht, das ist mit Komoot nicht so einfach, wenn ihr da Routen vermisst oder die Verbindung mit Komoot nicht so richtig funktioniert, dann ihr seht, ihr müsst ein bisschen tricksen, ihr müsst ein bisschen rumprobieren. Es läuft nicht so, wie die offiziellen Beschreibungen das angeben. Man muss da halt ein bisschen rumprobieren und rumtricksen. Ist schade, aber ist nun mal so. Ihr habt jetzt auf jeden Fall gesehen, wie es gehen könnte, was man machen kann, wenn es Probleme gibt und vor allen Dingen auch, was bei Komoot nötig ist. Ihr müsst da eine Karte haben, damit das funktioniert. In diesem Sinne, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Ich sage erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Setzt dir mal einen Helm auf beim Fahrradfahren und viel Spaß beim Fahrradfahren.